So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ist zwar Samstag, ja, Vatertag ist zusammen, Muttertag am... Wann ist Vatertag? Mittwoch, ne? Was? Wann ist Vatertag? Mittwoch, ne? Nee, Donnerstag. Donnerstag. Ja, also, aber bei uns ist schon am Samstag Vatertagsparty. Und zwar habe ich hier drei Messer für euch mitgebracht. Wir gehen direkt Tabletop, gucken die uns an. Und ich sage euch eins, drei Messer im Wert von 250 Euro, die kriegt ihr für 85. Tabletop. Nein, doch. Gut, ich drehe weiter. So, willkommen im Tabletop-Modus. Also, wir haben hier den Red Fox. Ja, ein klassisches Gentleman-Taschenmesser. Ja. Absolut 42A konform. Ja. Schöne Griffbeschalung. Und hier. Och, da kommt eine süße Katze. Mau. Och, was ein fetter Lorbos. Backlog. Und der ist absolut. Absolut. Tauglich. Und. Hat einen Hohlschliff, 440C Klinge. Na? Löckchen tauglich. Der hat ein Gewicht von. Ich habe mir eine neue Waage gekauft. Ey, zack. Und muss erstmal. Okay, und hat ein Gewicht von 156 Gramm. Das ist stattlich. Dann das Stefan Steiger Waldmesser. Ja, das hat dann der Jürgen Rosinski nochmal überarbeitet. Aber ihr seht hier, Stefan Steiger Wald, VG10, genietete Griffschalen, Lanyard Hole, Full Tang, 139, hui. Dann etwas, das haben wir für euch gekauft, also zugekauft. Ne? Das war schon mal in einem Deal. Ein Messer in einem typischen Schweden-Messer-Stil. Hm? Darf ich nicht sagen oder will ich nicht sagen. Hm? Sonst gibt es Mega von Eggert. Und das wiegt 71. Hm. 99 Mitscheide nochmal zur Kontrolle. 71. 99 mit Scheide. So, dann. Haben wir beim Stefan Steigerwald Messer mit Klingenlänge von 10 cm und eine verwertbare Schneide von 9 cm, eine Gesamtlänge von 20. Komisch, meine Nachbarn kommen immer raus, wenn ich drehe. Ich weiß nicht warum, aber das ist halt so. So, dann haben wir 3,6 mm Klingenstärke und 26,8 Klingenhöhe. Polierte Flanke. Ja. Und hier ist nochmal so eine Art Fingerzeul. Das macht Spaß. Die Kinder spielen. Also das finde ich natürlich cool. Dass Kinder spielen, ohne dass jemand schreit. Ey, hör mal auf mit dem Scheiß. So, 3,7 mm Klingenstärke und 24 mm Klingenhöhe. Eine Klingenlänge von 9, brauchbare Schneide von 8 und eine Gesamtlänge von 21 cm. Juhu! Dann haben wir das Schwedenmesser. Das ist ein Kunststoffgriff, ich denke Polypropylen. Ja. Eine Klingenlänge und verwertbare Schneidenlänge von 9 cm und 21 cm Gesamtlänge.
und eine Klingenstärke von 1,9 und Klingenhöhe von 18,7 sich nach unten verjüngend. Das ist klar, das gilt aber auch bei allen, ne? Das ist logisch. Das hier hat so eine Art, seht ihr das? So einen konkaven Scandi könnte man das nennen. Ein Scandi Vex, ein Scandi Con. Ne? Und das hier hat einen Hohlschliff. Ja? Sieht auch toll aus. Edelstahlbacken. Nagelhau. Tippitoppi. Die drei kosten sonst zusammen bei uns 250. Die gibt es dann für 85 für euch. Ja? Zack. So, nochmal ganz kurz. Den Slicer-Test. Ja? Das hier eignet sich auch für Löckchen. Ja, da muss man behutsam sein, weil durch den Scandicon, ne, sagen wir es mal so, den Scandicon-Anschliff, beißt sich das nämlich ganz schnell ins Messer rein und fächert eher, als dass es Löckchen produziert. Kann aber, ja, bei dem wird es schwierig, bei anderen Hölzern ist wahrscheinlich zu drüsch. Ne, normalerweise kann das bei anderen Hölzern feine Shavings machen. Das hier ist definitiv ein super Slicer vom Herrn. Ja, macht auch schöne Löckis. Ne? Schöne Löckchen. Ich krieg das eigentlich besser hin, als wenn ich das schnell mache. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht. Und ist auch im 90 Grad Winkel. Ich habe jetzt leider keinen Feuerstahl dabei, aber ihr seht anhand, dass das Holz hier dran hängen bleibt. Dass es 90 Grad Winkel abgezogen ist. Ne? Und das hier, ha, Slicer, nicer Dicer, nicer Slicer. Ja, geil, oder? Das ist ein schickes Angebot, würde ich mal so sagen. Statt 250 gibt es sie für 85. Ja. So, also, wenn euch das Angebot gefallen hat, ja, die drei Schnuckis hier für 85 statt 250, dann klickt ihr auf den Link, den ich euch in die Beschreibung packe. Und das ist hier von dem Steigerwald. Na, wie gesagt, da steht noch Steigerwald drauf. Der Jürgen Rosinski, der auch schon für uns Messer designt hat, der hat da nochmal drüber gearbeitet und hat das so ein bisschen aufgrund der Wünsche unserer Kunden damals, ja, verändert. Und wie gesagt, also ihr klickt auf den Link von diesem Messer. Da steht nichts von Deal, da steht aber 85 Mücken. Na? Und dann kriegt ihr die drei hier automatisch. Also ihr braucht da nichts anderes machen als das anklicken, kaufen. Ihr braucht da gar nichts in die Beschreibung, also in die Coverbildung reinschreiben, und dann gibt es die drei zu halbem Preis. 85 statt 250. Alrighty, so, das war's schon. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende und kommende Woche am Donnerstag einen schönen Vatertag. Yes! Und ab Montag geht's bei mir wieder los mit Arbeiten. Wenn ihr das Video guckt, bin ich wahrscheinlich auf einer Geburtstagsparty und esse Chinesisch mit Stäbchen. Alrighty, so, das war's von mir gewesen. Wie gesagt, tschüss, Madiot, schwenkt den Hut, tschüss ab und schwenkt die Kapp. Aber besser. Und übernächste Woche geht's wieder beim Training los. Dicke Klöten will ich wieder hier haben. Ey. Bye, bye. Ach Mensch, das habe ich ja ganz vergessen. Der Red Fox. Hier kommt dieser schönen Metalldose. Die könnt ihr ausräumen, wenn ihr wollt. Dann habt ihr Platz für euer EDC-Zeug. So als Alternative zu der Altoids Tin. So eine EDC oder Survival-Dose. Ja. Wenn ihr dann wollt, könnt ihr da drin auch Wasser kochen. Muss halt nur den Schaumstoff rausholen. Das hier, klar, das lässt sich auch rausnehmen. Das ist nicht fest verbaut. So, das nochmal als kleiner Hinweis. Also,
das war's. Ne? Macht's gut. Ciao, ciao. Und Applaus, Applaus, Applaus.